Im Mittelalter lebte das Fabelwesen durch vielfältigen Aberglauben weiter und wurde zu den schwarzen Berggeistern, Zwergen und Nachtelfen gezählt. In niederdeutschen Sagen übernimmt die meist weibliche Ma die Funktionen des Nachtmars, unterscheidet sich aber stark in ihrem Erscheinungsbild. Eine ähnliche Figur ist das Schretteli bzw. Schrettele aus vielen Sagen des Schwarzwaldes. Hierbei handelt es sich oft um eine weibliche Gestalt oder Hexe, die ihren Körper verlässt und als Strohhalm durch das Schlüsselloch in die Schlafzimmer ihrer Opfer eindringt. Dort angekommen, plagt und drückt sie ihre Opfer bis zur völligen Erschöpfung. Man sagt, dass das Schretteli auch das Vieh im Stall drückt, um sich zu erleichtern, wenn es keinen Menschen drücken kann. Später wurde der Nachthalb auch mit dem Teufel gleichgesetzt. Die Redewendung, der Teufel hat dich geritten, wurde zum Synonym für dich hat der Nachthalb geritten. Unhörbar schreit ein Lulenflug am Himmel, finsterer Wolkenzug. Und aus dem Boden wehermang, wie Todesröhrchen Sterbebang. Was ist die schauerliche Stund, die schwarze Hexe braut im Rund? Und plötzlich aus dem Ubelslor taucht schemenhaft ein Sarg hervor. Linkiesensack aus Kiesengruft schwimmt langsam durch den Nebelduft und hinterher in Thälem Drang ziehen alle, die das Moor verschlagen. Schwarzlocke Jugend, weißes Haar geistert dahin die Schattenschar. Im feuchten Moorgrab ohne Kuh, geweiht im Friedhof strebt sie zu. Unheimlich lautlos fließt's vorbei, hohnlachend schritt ein Tunschrei. Vom nahen Vorfeld grüßt ein Licht, im Nebel verschwimmt das Spuckgesicht. Im feuchten Moorgrab ohne Kuh, geweiht im Friedhof strebt sie zu. Unheimlich lautlos fließt's vorbei, hohnlachend schritt ein Tunschrei. Vom nahen Vorfeld grüßt ein Licht, im Nebel verschwimmt das Spukgesicht.